Und in Bonn begrüße ich den Energie- und Sicherheitsexperten Dr. Frank Umbach. Selenskyj hat sich in Davos, für seinen Appell ausgesucht. Wie erfolgreich ist denn seine Strategie, der Welt täglich ins Gewissen zu reden? Also ihm bleibt ja letztendlich gar nichts anderes übrig. Inzwischen gehen ja alle Kriegsparteien, aber natürlich auch die NATO davon aus, dass dieser Konflikt ja wesentlich länger dauert als ursprünglich vielleicht angenommen, nämlich nur ein paar Tage oder ein paar Wochen. Das heißt, wir müssen natürlich mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine uns einerseits nach wie vor Gedanken machen, wie können wir sie militärisch kurzfristig unterstützen, aber langfristig, und das hat Selenskyj ja auch deutlich gemacht, ein wirtschaftliches Wiederaufbauprogramm müssen wir schon jetzt andenken, zumindest anplanen etc. Und dahinter steht noch das größere Problem, glaube ich, dass natürlich Selenskyj auch die innerrussischen Diskussionen verfolgt, und die gehen inzwischen eben nicht nur von einem längeren Konflikt hier aus, sondern dort wird explizit angenommen, dass Russland in einem solchen längeren Konflikt die Oberhand behält, gerade weil die westlichen Demokratien und der Rest der Welt einen solch längeren oder die Unterstützung in einem solch längeren Konflikt nicht länger durchhält. Und das ist natürlich seine ganz große Sorge, dass diese Unterstützung entsprechend nachlässt. Und tatsächlich, wenn sich die Diskussionen in Italien anschauen, dann wissen Sie, dass diese Diskussionen natürlich oder diese Unterstützung teilweise innenpolitisch in einigen Ländern schon bröckelt. Da möchte ich nochmal nachhaken. Die Entscheider, die in Davos dazu hören, die könnten die Öl- und Gashähne zudrehen. Warum tun sie es nicht? Und wir haben ja die letzten Wochen ganz deutlich gesehen, wie schwierig das ist. Wir haben objektiv natürlich Probleme, innerhalb kürzester Zeit ein Gasembargo gegen Russland zu verhängen, weil es unsere eigene Wirtschaft natürlich auch massiv schadet, zumindest kurz- und mittelfristig. Bei dem Ölembargo kommt ja dann noch hinzu, dass Russland diese Dinge auch teilweise jedenfalls umgehen kann. Das wäre beim Gasembargo nicht möglich. Das heißt, nehmen wir mal die innenpolitischen Diskussionen aus Deutschland oder in Europa weg, dann wird ein Gasembargo Russland am meisten schwächen. Wir haben seit Anfang des Jahres weitaus mehr für Gas als für Öl inzwischen bezahlt, auch weil die Ölimporte aus Russland teilweise ja stärker zurückgegangen sind. Ja, bei dem Staatshaushalt sieht das anders aus. Aber gerade diese Diskussionen um das Gasembargo zeigen ja auch die Zerrissenheit auf unserer Seite. Einerseits ein solches Embargo möglichst schnell zu erheben. Auf der anderen Seite wissen wir, welche wirtschaftlichen Verwerfungen dies möglicherweise für uns bedeutet. Wenn Sie mal eine Zwischenbilanz ziehen mit Blick auf die bisherige Sanktionsspirale, was hat die gebracht? Schwächt sie Russland wirklich? Also das Problem war ja von Anfang an, und ich glaube, die meisten Experten, auch ich, hatten ja davor gewarnt zu erwarten, dass die Sanktionen, auch wenn sie historisch präzedenzlos international sind, so schnell Wirkung haben, dass dies auf die Entscheidung, einen Krieg schnell zu beenden, bei Putin entsprechend durchwirkt. Sondern wir gingen ja eigentlich auch davon aus, dass diese Sanktionen wirklich über eine längere Phase erst wirken müssen. Und bei dem Ölembargo beispielsweise, um zwei Zahlen einfach mal zu nehmen, auch russische Experten gehen davon aus, dass bis Ende des Jahres die eigene Ölproduktion und natürlich dann auch die Importe um 20-25% abnehmen. Das, was dann infolge dieses Embargo umgeleitet werden kann, wird mit einem Preisabschlag von 35-40 Mark auf den Weltmarkt gebracht. Dazu kommen die viel höheren Schiffsversicherungssummen. Das heißt, Russland kann dieses Embargo zwar umgehen, aber es ist dann lange nicht mehr so profitabel wie zuvor, und dadurch wird natürlich auch die russische Wirtschaft unzweifelhaft geschädigt. Aber es dauert, und das Ölembargo wird ja auch erst angenommen, dass es Ende dieses Jahres tatsächlich dann entsprechend umgesetzt werden kann. Vielen Dank für das Gespräch, Frank Umbach. Dankeschön. Bitteschön.